Hallo allerseits, lang, lang ist's her, seit ich das letzte Mal Day of the Tentacle gespielt habe. Da jetzt die Remastered Edition schon einige Zeit heraus ist, dachte ich, ich könnte vielleicht ein schönes Let's Play davon machen. Dann mal los. Boah, da kommen Erinnerungen hoch. Wie oft habe ich damals dieses Intro gesehen? Einfach weil die Soundeinstellungen bei mir jetzt so viel Probleme verursacht haben. Es ist so oft abgestürzt bei der Sprachausgabe. Ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl noch mal zurück zum Tollhaus. Ich glaube, ich habe das noch nie auf Deutsch gespielt. Ich glaube, damals gab es das nur auf Englisch vorerst. Ich bin nur gespannt, ob ich mich noch halbwegs an die Sachen erinnern kann, damit es nicht allzu langweilig wird, weil ich dauernd die falschen Entscheidungen treffe oder die falschen Sachen erledigen will. Mal sehen. Damals hatte ich bei fast jedem Soundeffekt hier im Intro hatte ich Angst, dass er wieder abstürzt. Damals zu DOS-Zeiten, da musste man noch mit der Auto-Exec, mit der Patch-Datei herumspielen und mit der Config-Sys und was weiß ich noch alles. So, los geht's. The Mansion. Okay, wir schwärmen aus.
Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hougie, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Okay. Werbeauswahl öffnen, Inventar öffnen. Ja. Bla bla bla, Entwickler brauche ich nicht. 1, 2, 3, die Logan. Okay. Ach, okay. Ah, okay, das ist etwas anders. Dann Groschen nehmen. Schweizer Sparbuch. Benutzen, ziehe, drücke. Okay. Ah. Tippex nehmen. Ich glaube, vorerst ist hier nichts zu machen. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Bonk. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte. Oh ja. Jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur-Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Ab hier wird's meiner Meinung nach sehr interessant mit dieser Geschichte,
Man spielt einen in der Vergangenheit, einen in der Gegenwart und einen in der Zukunft. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert! Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Und hier kommt das clevere Feature ins Spiel. Man spielt alle drei Personen gleichzeitig und was ich in der Vergangenheit mache, wirkt sich auf Gegenwart, Zukunft aus und man kann auch Gegenstände in der Toilette tauschen zwischen den Charakteren. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Hamstergenerator. Juhu! Dr. Fred? Mal sehen. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Pardo? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charles de Gaulle. Möchtest du eine Zigarre? Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht.
solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Okay. Genau, da muss ich hier den Gullideckel öffnen. Öffne. So. Genau. So. Und los geht's. Und jetzt kann ich die Gefangenenzähne nehmen. Eine Gabel. Den entkoffinierten. Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Hier haben wir noch eine Tür. Einen Trichter. Okay. Mit dieser Mumie müssen wir dann auch noch was anstellen. Erschreck mich nie wieder so. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Bis später. Ach, ja. Ja. Da gab's doch irgendwo die Schlüssel. Das Schild brauchen wir auch. Die Pläne. Okay. Das ist, glaube ich, auch später. Schlüssel. Mal sehen, ob das die Schlüssel waren. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Vielleicht dieser. So, jetzt haben wir die Brechstange. Mit der können wir jetzt das Geldstück vom Kaugummi, vom Boden wegstimmen. Yum, yum, yum. Okay, hätten wir das auch. Weiter geht's oben. Es ist sinnlos.
Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Zaubertinte nehmen wir auch mit. Da können wir, glaube ich, später noch. Kommen wir später dazu. Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Du hast Dr. Fritz' Pläne für die Superbatterie nicht gesehen, oder? Nein, nur diese Pläne zur Weltübernahme von Purpur. Die Pläne von Fritz sind wahrscheinlich in seinem Labor oder Büro. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Wunderprächtig. Jupp. Bis später. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. B-Man. So, Lautsprecher einmal umkippen. Das brauche ich auch noch. Und hier. Wow, das ist laut. Das reicht vorerst. Einmal aufheben bitte. Die Plastikkürze. So, nächste Tür. Dr. Fred. Wie später? Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernhard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts, aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Hat es irgendetwas mit einem Hamster zu tun? Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen niedlichen weißen Hamster mit Flecken hatte. Jetzt habe ich einen niedlichen braun ohne Flecken. Das macht mich kribbelig und die Albträume sind wieder da. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Na, warte. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber... Irgendetwas passierte mit ihm. Irgendwas mit einer Mikrowelle? Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung.
Nun, manchmal benutzt Dad ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Das ist der Plan. Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbad, aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Ich denke... Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Ich denke, das macht die... Zaubertinte. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder?